So, liebe Zuschauer von Avia TV, das Saisonfazit: Gerd Siegmund, Dirk Thiele, Bischofshofen, eisige Kälte, aber das Finale hat uns eigentlich heiß gemacht. So sieht's aus. Und dein Tipp ist aufgegangen. Kamil Stoch hat heute die Tournee gewonnen als erster Pole nach Adam Małysz. Und das polnische Team hat überhaupt alles gewonnen. Noch Platz 2, Piotr Szyba, weil Daniel André Tande so ein Pech hatte, dass ihm der Clip hinten rausgegangen ist. Zum Glück hat er den Sprung noch gestanden und ist zumindest noch Dritter in der Tournee-Gesamtwertung geworden. Wir sind immer sehr, sehr variabel. Und ich rufe ganz einfach mal Stefan. Ganz schnell noch. Ganz schnell, ganz Stefan, komm in unsere Mitte. Ja. Vor Gratulation, mein Lieber, vor Oberstdorf. Wenn dir einer gesagt hätte, du wirst der beste Deutsche, dem hättest du möglicherweise einen Jagdschein ausgeschrieben, oder? Das stimmt ja nicht so ganz. Nee, nee, da ist noch einer vor mir. Der Eisei. Ja, na gut, der zweitbeste Deutsche, nicht an der Kälte. Trotzdem, die ganze Platzierung, die du errungen hast, von Oberstdorf bis Bischofshofen, war für dich selbst eine kleine Überraschung? Ja, doch, auf jeden Fall. Also, ich glaube, vor der Saison habe ich noch mit dem Andi Wank gekämpft für den Weltcup-Startplatz. Und jetzt werde ich Achter in der Gesamtwertung. Hätte ich nie gedacht. Ja, und der SC Willingen, der Skiclub Willingen, die sind alle happy. Ja, gibt ja auch einen Grund dafür. Ja. Und dann gibt es möglicherweise auch eine Verpflichtung dann für Willingen, oder? Ah, Verpflichtung würde ich das nicht sagen. Ich glaube, ich habe nur die Verpflichtung, gute Sprünge zu zeigen, Spaß zu haben und dann sehen wir am Ende, was rauskommt. Wie ist der Plan jetzt weiter? Heute noch hier oder schon weiterreise? Es geht ja dann leider nächste Woche. Wie war? Ich werde übernachten hier, weil es in Schwarzwald doch zu weit jetzt wird und zu kalt. Und die Schneebedingungen, das ist zu anstrengend einfach. Morgen dann heim und dann die Woche trainieren für Whistler. Passt, dann wollen wir dich auch gar nicht so lange hier frieren lassen. Danke, dass du noch kurz Zeit hattest. Dankeschön. Okay, toi, 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 mach's gut, ciao. Ja, was gab es sonst noch anzumerken, Dirk? Also die Dramaturgie mit Daniel André Tande hat man angesprochen, kann passieren, weiß keiner so richtig genau, woran es gelegen hat, dass der Clip rausging. Aber wahrscheinlich hätte es der Kamil Stoch es vielleicht trotzdem gemacht, ne? Das sehe ich auch so. Ja, was kann man noch anmerken? Einmal mehr hat Innsbruck die Tournee nicht entschieden, aber zumindest vorentschieden. Soweit kann man dennoch gehen und Glück und Pech hängen oft zusammen, aber manchmal glaube ich, wenn ein Springer wie Stefan Kraft in Innsbruck so ein Pech hat, dann schießt ihm das in die Glieder. Abgesehen davon, dass er auch nicht gesund war, aber die Österreicher, bis auf Michael Heiböck, hatten ja heute Probleme. Naja, zumindest stand er jetzt noch auf dem Podest. Also Michael Heiböck, Dritter. Ja, also das hat dann schon mal dieses bisschen wieder zugedeckt. Aber wenn man nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist wie in Stefan Kraft, dann will man es vielleicht hier zu Hause auch noch biegen. Die Chance kennt er, wie seine Westentasche ist ja 15 Kilometer von hier weg zu Hause in Goldeck. Und ja, dann ist es halt mal so. Aber vielleicht nochmal ein Wort zum deutschen Team. Also heute Richard Freitag seine beste Leistung, Platz 6 abgerufen. Aber wie schnell das gehen kann. Gestern ist ein Andreas Wellinger noch Schanzenrekord gesprungen und heute kein zweiter Durchgang. Also das ist ja schon verrückt beim Skispringen. Aber das ist vielleicht auch ein Merkmal innerhalb der deutschen Mannschaft, die einfach, so ehrlich muss man sein, ganz oben nicht angreifen konnte. Was die Podestplätze angeht, bei allem Respekt, aber da fehlte halt noch ein bisschen was, ob das nun überraschend kommt oder nicht. Aber es hat sich angedeutet in Oberstdorf und hat sich dann durchgezogen. Kompliment für Markus Eisenbichler, überhaupt gar keine Frage. Und auch eben für Stefan Laie. Aber das muss man anmerken, finde ich. Ja, das wird man sicher auch analysieren und wir haben ja noch ein Highlight dieses Jahr. Also der Weltcup geht ja klar weiter in Wiswa, in Zakopane und so weiter, kommt dann auch nach Willingen und nach Oberstdorf wieder nach Deutschland zurück. Aber wir haben ja noch eine Weltmeisterschaft und da ist natürlich jetzt auch vielleicht eine gewisse langfristige Planung, Aufbauarbeit im Bereich von Severin Freund gefragt und eben auch vielleicht mal das ein oder andere Springen auszulassen, um eben da fit zu werden. Unter dem Strich werden auch die Slowenen nicht ganz zufrieden sein, vermute ich mal. Über die Österreicher haben wir gesprochen, aber ein Österreicher ist natürlich der Mann der Tournee und das ist Stefan Horngacher.
Aus Trainersicht auf jeden Fall. Ja. Also hat alles richtig gemacht. Platz 1, 2 und 4 in der Tournee-Gesamtwertung. Also das ist schon mal allerhöchster Respekt. Ja. Und ich fürchte mal, positiv gesehen, in Wiswa nächstes Wochenende und dann in Zakopane. Also das werden wahrscheinlich wieder Zustände werden wie zu Adamowitsch Zeiten, wo 60.000 im Stadion standen und 40.000 noch draußen. Nicht in Frisco, sondern in Polen ist der Teufel los. Also, das soll es erstmal gewesen sein von uns. Wir hoffen, dass es euch viel Spaß gemacht hat. Und wir werden uns zur gegebenen Zeit auch wieder melden, unseren Reiseplan ein bisschen checken. Es könnte sein, dass wir auch in Wiswa noch nicht da sind, aber dann in Zakopane uns wieder melden. Und in Willingen dann sowieso. Und dann sind wir weiter. Okay, macht's gut. Aber jetzt sind wir durchgefahren. Jetzt dürft ihr uns entlassen, okay?